das Projekt Messia Sasambura. Das erklärt sich am einfachsten, wenn man wirklich dieses Wort erstmal auseinander nimmt. Also auf der einen Seite Messias, also wir haben Teile von dem sehr bekannten und oft tradierten Werk der Barockgeschichte von Georg Friedrich Händel. Und Sasambura ist eine Vertauschung von Vokalen von den Usambara-Bergen. Und da habe ich bewusst originale Gesänge aus dem Dorf hier übernommen und vermischt mit afrikanischen Originalstilen, die jetzt nicht speziell aus diesem Dorf kommen, sondern die beispielsweise auch von den Maasai kommen. Ja, zu unserem Team kann ich sagen, wir sind alle sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die aber ziemlich gut zusammen harmonieren. Das ist ganz wunderbar, weil sich alle halt einfach so, was ihre Fähigkeiten angeht, so gegenseitig einfach ergänzen. Was ich hier aus von dem ganzen Projekt mitnehme, ist die Begegnung mit den Menschen hier, mit so vielen unterschiedlichen Menschen, die auch nochmal eine ganz eigene Kultur haben. Also mit ihren Singstimmen, das ist dann einfach, ja, Gott gegeben, würde ich mal sagen, fast schon. Das Spannende daran ist für mich eigentlich, dass dieses Projekt Messia Sasambura, also diese Verbindung zwischen der europäischen Hochkultur und einem Pluralismus, beispielsweise aus dem Dorf und der Partnerschaft, so eine Projektionsfläche ist für unsere heutige Welt. Wir haben hier super viel mitgenommen, glaube ich. Jeder hat ganz schön viele Erfahrungen gesammelt. Ich denke, die Aufführungen in Deutschland wären super. Warum nicht? Also, wir haben alle Lust. Es ist mittlerweile ein guter Haufen, sind so gut zusammengewachsen, würde ich sagen. In Deutschland werden dann noch einige Parteien mehr dabei sein. Nicht nur unser Instrumentalensemble, nicht nur der Chor. Ich bin total gespannt auf den Chor, auf das Orchester, auf die Tänzer natürlich auch. Mit Messia Sasambura will ich eigentlich erreichen, dass das andere faszinierend erscheint. Und für die Zuhörer hoffe ich mir, dass sie aus dem Konzert gehen und über bestimmte Fragen nachdenken. Elementare Fragen, die in dem Messias angesprochen werden, nach Trauer, nach Liebe, nach Vertrauen, nach Tod auch, die alle Menschen betreffen.